das Sanatorium am Berg. Der Besitzer des Sanatoriums hat das Haus selber gebaut und hat 1973 eröffnet. Er war vorher Außenhandelskaufmann und seine Gattin war Hausfrau. Zu der Zeit hatte das Ehepaar 2 Kinder, eins mit 11 Jahren und eins mit 6 Jahren. Das Ehepaar war sehr erfolgreich. 1984 und 85 hatte das Ehepaar noch ein Haus erworben, das ihnen von der Bank angeboten wurde. Sie haben es aufwendig renoviert und auch das lief super. Bis dann Ende der 90er Jahre die Gesundheitsreform kam und alles den Bach runterging. Der Besitzer bekam darüber einen schweren Schlaganfall. Daraufhin hat die Ehegattin mit ihrer Tochter zusammen versucht, die Häuser zu halten. Es war eine schwere Zeit, nicht nur für die restliche Familie. 2005 war dann Schluss. Die Besitzerin erkrankte an Krebs und sie musste leider alles aufgeben. 2018 gab es dann einen Brand in dem verlassenen Sanatorium. Das Sanatorium hatte 54 Betten, Einzelzimmer und Doppelzimmer. Behandelt wurde Gefäßerkrankungen, Herz- und Kreislauferkrankungen, Lungenerkrankungen, orthopädische Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und darunter auch Atemwegserkrankungen, Erschöpfung, Gicht, Störung und andere Therapien. Hallo Leute und herzlich willkommen bei unserem neuen Video in unserem Kanal. Wie versprochen sind wir hier in dem Sanatorium, wo ich voriges Mal das Video gemacht habe. Und ich hatte gesagt, wir wollen noch mal abends wiederkommen. Und das wird heute sein. Ich habe bei mir Nicola. Hallo. Ein Freund von mir, der folgt meinem Kanal und der hatte sowas noch nie gemacht. Und da habe ich gedacht, ich nehme ihn mal mit, damit er mal sieht, wie das so abläuft. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei Mike Raab bedanken für die Luftaufnahmen, die er gemacht hat. Die waren echt super und ich konnte ein super Intro draus machen. So Leute, und wir warten jetzt, bis es dunkler wird. Und wir werden, wie gesagt, wir haben heute mehr Equipment dabei. Wir haben 3 Kameras dabei und noch andere Sachen, die wir testen werden. Und wie gesagt, wir werden uns heute nur der paranormalen Forschung widmen. So Leute, dann bis gleich. Ist hier eine Präsenz mit uns? Sie können ruhig mit mir sprechen. Können Sie mir Ihren Namen sagen? Was ist 29? Waren Sie 29 Jahre alt? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Ja.
Ja. Das ist ein Ja. Wie heißen Sie denn? Oder würden Sie hier mir diese schwarze Box hier mal anfassen? Letzten Worte. Wollen Sie uns etwas erzählen? Oder wollen Sie uns etwas sagen? Waren Sie Patient hier? Sind Sie hier verstorben? Haben Sie in diesem Zimmer gelebt? Ein Schreien. Ich höre kein Schreien. Können Sie für uns schreien? So laut Sie können. Unendlichkeit und weg ist er. So Leute, wir haben hier Ghost Radio ausprobiert und da hatten wir einen Herrn. Ich habe nicht ganz verstanden, er hat irgendwas mit letzten Worten und 29 gesagt, ich weiß nicht, ob das sein Alter war. Und schreien kann ich mir auch nichts draus machen, aber na gut. Wir werden jetzt mal die Spirit Box ausprobieren und mal sehen, ob wir da bessere Resultate haben. Würden Sie die schwarze Box nochmal anfassen, wie Sie es gerade gemacht haben? Ein bisschen fester. Oh, danke schön. Sie können durch dieses Gerät mit mir kommunizieren. Können Sie mir Ihren Namen sagen? Bert? Können Sie mir sagen, wie alt Sie sind? Können Sie Pedro oder Nicola sagen? Hat er deinen Namen gesagt?
Haben Sie hier gewohnt? Ja. Ja. Waren Sie Patient hier? Wow. Haben Sie hier gearbeitet? Und er antwortet über den K2, guck das mal an. Können Sie die anderen Kugeln, die da liegen, auch anfassen? Waren Sie krank? Waren Sie deswegen hier? Stehen da von mir. Ich stehe hinter von mir. Was ist das? Ist hinten von mir. Hinter dir. Also Nikola sagt, er fühlt irgendwas hinter ihm. Aber ja. Ich bin blockiert. Ich habe wie eine 100 Kilo drauf. Gewicht? Ja. Das ist doch komisch, weil der K2 hat auf einmal ausgeschlagen, seitdem wir mit der Spiritbox angefangen haben. Oh. Und das Gefühl in dem Raum hat sich gesteigert. Ich kriege Gänsehaut. Boah. Nikola fühlt ein Gewicht auf ihn drauf. Ich glaube, wir werden mal... Gut. Der K2 schlägt wieder aus, langsam. Meine Kamera fokussiert nicht, nee, jetzt. Würden Sie diese schwarze Box bitte nochmal für uns anfassen? Damit wir wissen, dass Sie hier sind. Können Sie irgendwo klopfen? Einfach nur so, wie ich es mache. Sollen wir aus diesem Zimmer gehen? Wenn ja... Sollen wir aus diesem Zimmer gehen? Wenn ja, fassen Sie das Gerät bitte nochmal an. So wie Sie es gerade gemacht haben. Okay. Gut, wir gehen raus. Wir respektieren es. Ja. Und wir werden uns ein anderes Zimmer suchen. So Leute, wir wurden aus dem Zimmer geschmissen, auf Deutsch gesagt. Der hat über dem K2 geantwortet. Wie ihr gehört habt, ich habe gefragt, ob wir gehen sollen. Wir sollen aus diesem Zimmer rausgehen. Oh. Nikola hat eine riesen Gänsehaut. Wir werden uns jetzt mal nochmal hier in den Flur anschauen. Wir werden uns ein bisschen uns da hinsetzen und da versuchen nochmal zu kommunizieren. Bis gleich, traurig, bitte. Weißt du? Ja? Ich habe wie traurig. Ja, er hat sich traurig gefühlt. Vielleicht hast du irgendwie Kontakt gehabt. Das kann natürlich sein. Gut, wir sehen uns gleich im Flur, Leute. Bis gleich. Wir werden leise sein, wir werden zuhören, ob wir irgendein Geräusch hören. So Leute, wir werden jetzt eine EVP machen, EVP-Session. EVP-Session Nummer 1. Ist hier jemand mit uns?
Können Sie uns Ihren Namen sagen? Waren Sie Patient hier? Haben Sie hier gearbeitet? So, wir hören uns das mal an. Ich hole mal kurz meinen Lautsprecher. So, wir hören uns das mal an. EVP Session Nummer 1. Ist hier jemand mit uns? Können Sie uns Ihren Namen sagen? Waren Sie Patient hier? Was war denn das? Warte mal. Hier. Hast du es gehört? Hm. So ein Klicken? Warte mal. Patient hier. Hörst du das so? Leute, hört euch das mal an. Ich mache das hier am Mikrofon. Haben Sie Patient hier? Habt ihr das gehört? Das ist irgendwie so ein... Haben Sie hier gearbeitet? Nee, das war ich. Okay. Wir werden es nochmal versuchen. Ist es okay, dass wir hier sind? Sind Sie alleine hier? Ist es kalt, wo Sie gerade sind? Vermissen Sie jemanden? Ist es okay, dass wir hier sind? Sind Sie alleine hier? Ist es kalt, wo Sie gerade sind? Oh, was war das? Sie gerade sind. Hast du das gehört? Ja. Leute, hört euch das an? Ist es kalt, wo Sie gerade sind? Komisch, ne? Nochmal. Ist es kalt, wo Sie gerade sind? Hast du es gehört? So. Ja. Man kann es aber nicht verstehen. Ist es kalt, wo Sie gerade sind? Leute, hört euch das an. Das ist komisch. Ist es kalt, wo Sie gerade sind? Mal sehen, ob wir noch was haben. Vermissen Sie jemanden? Nee. Also dieses... Ja. War schon komisch. Und das ist, hört sich so an,
Ja. Wie folgendes Mal, wo ich unten war, hatte ich auch, wo ich in einem Zimmer reingegangen bin, hatte ich auch so ein komisches Geräusch oder Stimme. Man konnte es aber nicht hören. Eine alte Opa. Was hältst du davon? Hast du gehört? Ja. Haben Sie gerade geklopft? Würden Sie es nochmal machen? Leute, wir haben ein Klopfen gehört. Hinter uns. Ich weiß nicht, ob die Kamera das mit aufgenommen hat. Aber es war genau hinter uns und es kommt mir vor, als wäre es in dem Zimmer gewesen, wo er gesagt hat, wir sollen rausgehen. Aber richtig stark. Ja. So, wir werden jetzt mal ein bisschen weitergehen. Würden Sie noch mal für uns klopfen? Es wird gleich piepen hier. Das ist mein REM-Port, wir gehen da vorbei. Den lassen wir auch hier. So, wir haben oben und im anderen Stock haben wir eine Kamera. Lass uns mal ganz runter gehen ins Restaurant. Leute, wie gesagt, Nicola hat sowas noch nie mitgemacht. Und mein Laser ist aus. Das ist nicht schlimm. Okay. Und er ist live dabei. Er kann bezeugen, dass nichts manipuliert wurde. Ihr habt es ja auch gehört. Es wurde nichts manipuliert mit den EVPs. Wir haben da einige Sachen aufgenommen. So, wir würden uns jetzt vielleicht hier mal ins Restaurant setzen. Vielleicht hier mal was ausprobieren. Wollen wir hier? Ja. Okay, dann. Okay. Wir schauen uns mal hier mal kurz rein. Oh. Hast du gesehen? Was? Hast du nichts gesehen? Nee. Wie geht da oben etwas? Ja? Ja, guckst du. Nicola hat was gesehen, dass es kann sein, dass ein Schatten oder was war, dass die Treppe hochgegangen ist. Aber ich habe es leider nicht gesehen. Würden Sie ein Klopfen für uns machen oder irgendwie einen Krach machen? Ich hab's gehört, ja. Aber. Tack. Ja, so. Können Sie es lauter machen? Ich hab was gehört, aber können Sie es lauter machen? So Leute, wir werden uns jetzt hier hinsetzen und nochmal ein EVP machen und vielleicht nochmal mit dem K2 mal aufstellen, vielleicht können wir da nochmal Kontakt aufnehmen.
So Leute, wir befinden uns hier im alten Restaurant von dem Sanatorium. Ich habe hier mein K2 in der Hand und werde die Spirit Box oder sozusagen ein Ghost Radio mal anmachen. Mal sehen, ob wir da nochmal eine Präsenz haben werden. Schön gehört. Hast du gehört? Tom. Hier neben dir? Ja. Ist hier jemand mit uns? Wenn ja, können Sie bitte diese schwarze Box, die ich in der Hand halte, mal bitte anfassen. Sie können auch über dieses Gerät, was ich hier auf dem Tisch habe, können Sie auch kommunizieren. Wie Sie es vorhin oder ich weiß nicht, ob Sie das waren, aber vielleicht können Sie es nochmal versuchen, darüber zu sprechen. Ist hier eine Präsenz mit uns? Würden Sie das mal bitte anfassen, es tut Ihnen nichts. So wie ich das gerade mache, einfach nur mal so anfassen. Damit ich weiß, dass Sie hier bei uns sind. Der schlägt aus, so langsam. Es war nur ein Licht. Ja, siehst du? Ja, ja. Nur ein Licht. Würden Sie es bitte fester anfassen? Sie können ruhig die Energie von unseren Geräten nehmen. Nicht unsere. Ich möchte nicht, dass Sie unsere Energie aus dem Körper nehmen, sondern nur die Energie aus den Geräten. Dann können Sie auch fester zufassen. Wow. Präsenz. Möchten Sie uns etwas sagen? Was? Irgendwas mit Zimmer, ne? Immer. Habe ich leider nicht richtig verstanden. Können Sie es wiederholen? Teufel? Ich habe Teufel verstanden. Was ist mit dem Teufel? Viele Menschen. Es sind viele Menschen bei den Teufeln. Oder was meinen Sie jetzt damit? Ich kriege trockene Kehle. Sie haben das schon angefasst, genau, Sie fassen das gerade an. Sie müssen nur fester anfassen. Oder würden Sie ein Geräusch machen? Identität. Identität. Was meinen Sie damit? Wollen Sie unseren Namen wissen? Sage ich Ihnen gerne. Mein Name ist Pedro. Neben mir ist Nicola. Wir sind paranormale Forscher. Und wir würden gerne Kontakt mit Ihnen aufnehmen.
zu wissen, ob wir irgendwie ihnen helfen können oder warum sie hier verstorben sind. Möchten Sie uns etwas sagen? Vereinigt. Vereinigt. Wir können uns vereinigen, ist kein Problem. Wir sind hier als Freunde, nicht als Feinde. War das Ihr Zimmer da oben, wo wir waren? Zittert. Fragen Sie mich. Okay, ich frage Sie. Waren Sie Gast hier? Oder haben Sie hier gearbeitet? Was? Ich nicht. Er ist weg. Okay, Leute, wir haben einen kleinen Ausschlag auf den K2 gehabt. Und ja, einen kleinen Ausschlag auf den K2 gehabt. Igor, schon wieder. Hast du das gehört? Ja. So ein... Ja. Ich hoffe, dass die anderen Kameras was aufgenommen haben. Ey. So, wie gesagt, wir haben hier über Ghost Radio nochmal versucht, mit jemandem in Kontakt zu treten. Haben wir auch geschafft, aber wir konnten leider, der hat Teufel gesagt, Menschen hat da gesagt, wir konnten nicht viel draus machen oder verstehen, was er damit meinte. Wir würden jetzt gerne nochmal ein EVP machen. Ja. Machen wir nochmal ein EVP. EVP, Restaurant. Ist hier jemand mit uns, der uns was sagen möchte? Sind Sie die Person, die gerade hier überall klopft? Sind Sie gerade da die Treppe hochgegangen? Weil Nikola hat sie gesehen. Waren Sie das? Würden Sie uns Ihren Namen verraten? Wir hören mal hin. EVP, Restaurant. Ist hier jemand mit uns, der uns was sagen möchte? Sind Sie die Person, die gerade hier überall klopft? Wow. Sind Sie gerade da die Treppe hoch? Boah, das hört man total. Das sind Sie gerade das, was wir gerade gehört haben? Ja, wann haben wir das so gemacht? Genau hier neben. Leute, hört euch das an. Das hört man richtig. Wahnsinn. Sind Sie gerade da die Treppe hochgegangen? Weil Nikola hat Sie gesehen.
Waren Sie das? Na? Was? Nee, es waren die Vögel raus. Würden Sie uns Ihren Namen verraten? Also das Klopfen, ja, ist mit drauf. Das ist auch das, was wir gehört haben. Das war hier genau neben dir. Oh. So, Nikola, was findest du bis jetzt? Wie findest du das? Ich will nicht mehr kommen. Aber macht es dir Spaß? Bis ja, jetzt? Spaß und Respekt, ein bisschen Angst. Angst ist normal, weil Angst ist gut. Ja. Angst. Wenn du Angst hast, ist kein Problem, weil das, was wir hier gerade fühlen, ist nichts Böses. Ja. Ist nichts Böses. Das, was du vorhin oben gefühlt hast, dieser Druck, Präsenz, ja. Dieser Druck auf dir drauf. Ja. Weißt du, vielleicht hat sich die Person, mit der wir uns oben unterhalten haben, nur abgestützt. Ja. Verstehst du? Aber ich kann nicht irgendwie fühlen, dass irgendwas Böses hier ist. Kann ich nicht fühlen. Nee, böse nicht. Weißt du? Aber siehst du mit deinen Augen und die Leute, egal, hat mit uns gesprochen, ja, aber war traurig. Ja. Traurig, weil finden eine Lösung zum, ja, zum Gehen. Ja. Diese, ja. Ja. Und ist traurig. Ja, das ist schon hart. So, wir werden uns jetzt mal auf einer anderen Ebene begeben. Da werde ich die eine Kamera mal wechseln. Ja. Und vielleicht gehen wir dahin, wo es gebrannt hat. So Leute, wir sehen uns gleich da oben. Bis gleich. Wollen wir mal runtergehen, da wo ich die Stimme aufgenommen habe, unten bei der Sauna? Komm, wir gehen. Ja? Ja. Hier ist nochmal der, ja, der Raum mit dem super, hyper Synthesizer. Ja. Oder willst du hier in der, im Schwimmbad was machen? Ja. Bloß nicht fallen. Hier liegt so viel Zeug. Das ist Wahnsinn. Aber es kann immer passieren, dass irgendjemand hier im Schwimmbad gestorben ist. Also. Ertrunken oder so, weißt du? Und da kannst du auch Glück haben. Boah, ist das dunkel. Ich mach mal das Licht ein bisschen heller. Ja. Das reicht noch nicht mal, guck mal. Das ist auch voll. Muss ich so machen. Ja. So sieht das kaputte Schwimmbad aus. Hier hat es auch gebrannt, wie ihr es oben sehen könnt. Überall noch schwarz. So, dann können wir vielleicht hier nochmal ein EVP machen. Aber kannst du wieder die Lichter ausstellen, die Kabel? Kurz. Gut. Dachte, es hätte sich bewegt, oder? Ja. Nee, ist aber still. Und so, wir werden nochmal ein EVP machen. Es ist extrem dunkel hier. So ist es extrem hell. Aber ist nicht schlimm. So, wollen wir nochmal ein EVP machen? EVP Schwimmbad. Ist hier jemand im Schwimmbad gestorben? Ist die Person hier präsent?
Möchten Sie uns etwas sagen? So, wir hören mal zu. EVP, Schwimmbad? Ist hier jemand im Schwimmbad gestorben? Ist die Person hier präsent? Was ist denn das? Was war denn das? Können Sie uns etwas sagen? Hier präsent. Oh, was war denn das? Oh, tja. Leute, hört euch das an. Ich mach's nochmal. Und hier präsent. Möchten Sie uns etwas sagen? Nee. Aber dieses war so ein Knurren, ne? Hört sich an wie ein Knurren. So, lass uns mal sehen hier. Ich würde auch nochmal den K2 anmachen. Wow! Was ist los? Der hat komplett ausgeschlagen, voll auf Rot. Echt? Ja. Strom haben wir hier nicht, nirgendwo. Der hat komplett auf Rot. Hier, hier, hier. Ist das? Wow, wow, hier, hier. Wahnsinn. Wir gehen mal weiter. Jetzt ist es weg. Siehst du das? Nur hier in der Richtung. So Leute, wir gehen nochmal hier in dem Raum, wo ich letztes Mal war. Da hatte ich auch so ein komisches Geräusch aufgenommen. Und war das in diesem Zimmer hier. Wow, wow, wow. Hier, siehst du das? Ja. Ich werde den K2 mal hier hinstellen. Wenn ich was finden würde, was ich drunter stellen könnte, dass es höher ist. Hier so eine kaputte. Ja, genau hier. Das ist super. Mach noch gleichzeitig nochmal ein EVP. Kann sein, dass wir hier noch vielleicht nochmal. Wow, 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 wow. Leute, seht euch das an, das schlägt total aus. Ist hier jemand Präsenz mit uns? Oh, guck dir das mal an. Ein bisschen Licht reduzieren, kann man es vielleicht besser sehen. Und mach noch mal ein EVP. Das ist. Machen Sie das gerade? Möchten Sie uns etwas sagen? Fast voller Ausschlag. Ja. Sind Sie gerade hier mit uns?
Sie können hier durch dieses Gerät, was ich in der Hand halte, können Sie mit uns kommunizieren. Da kann ich Ihre Stimme aufnehmen. Können Sie irgendwo anklopfen? Ein Geräusch machen? Ich bin noch da. Machen Sie das gerade? Möchten Sie uns etwas sagen? War das ein Lachen? Möchten Sie uns etwas sagen? War das ein Lachen? Ja. Warte mal. Möchten Sie uns etwas sagen? Boah. Warte, ich mach noch mal hier, damit ihr das sehen könnt. Machen Sie das gerade? So, ich habe die Frage gestellt. Möchten Sie uns etwas sagen? Ich mach's noch mal. Da hört man so ein... Oh. Oh ja, schlägt total aus. Oh. Möchten Sie uns etwas sagen? Guckt euch das an, der K2 schlägt voll aus. Boah. Was für ein Ausschlag. So, ich. Ach. Wow. Sind Sie gerade hier mit uns? Was? So ein... Hör mal hin. Das gehört? Ja. Sind Sie gerade hier mit uns? Leute, hört euch das an. So ein... Nochmal. Nochmal. Voll aus. Sind Sie gerade hier mit uns? Sie können hier durch dieses Gerät, was ich in der Hand halte, können Sie mit uns kommunizieren. Da kann ich Ihre Stimme aufnehmen. Können Sie irgendwo anklopfen? Ein Geräusch machen? Oh. Der K2 hört nicht auf. Er wird immer extremer. Würden Sie es kurz loslassen? Nicht berühren. Nicht anfassen. So lassen, wie es ist. Und dann erst anfassen, wenn ich sage. Nicht anfassen. Er findet das Spielzeug wahrscheinlich interessant. Sollen wir hier rausgehen? Wenn ja, auf Rot ausschlagen lassen. Wow, okay. Gut, gut, wir gehen. Gut, wir respektieren es. Kein Problem. So Leute, wir wurden, wie gesagt, aus dem Zimmer wieder rausgeschmissen. Er sagt, er ist blass. Oh. Also so einen K2-Ausschlag hatte ich hier in dem Haus noch nicht gehabt. Also hier unten hat es einen sehr guten Ausschlag gehabt. Leute, da sind wir am Ende. Wir hatten einige Sachen gehabt, wir haben Geräusche gehabt, wir haben gute EVPs gehabt, K2 hat ausgeschlagen. Jetzt frage ich Nicola, wie hast du dich gefühlt oder was hast du gefühlt? Ja, für mich war ganz, ganz neue und erstmal
habe ich nicht gesehen, das in meinem Leben. Das erste Mal, dass du sowas mitmachst, ne? Ich glaube, ich gehe im Bett jetzt und gehe mit meiner Frau sofort. Würdest du nochmal mitkommen? Irgendwann? Ja, wenn klar, ich, ja? Natürlich. Tom. Dann frage ich ihn direkt, möchtest du... Hast du schon gehört? Nee. Jetzt gerade. Was war denn das? Tom. Echt? Ja, hier. Tom. Jetzt frage ich, möchtest du bei unserem Team mitmachen? Ja. Super. Da haben wir nochmal einen Teammember. Gut. Da freue ich mich natürlich. Weil da kann ich, muss ich das nicht mal alleine machen. Und ich meine, umso mehr wir sind, umso besser ist es. Ja. Und manchmal, umso größer die Gruppe ist, umso mehr passiert. Ja. Verstehst du? Weil jede Person hat eine andere Energie. Klar. Und es kann immer mehr passieren, wenn mehrere Leute dabei sind. Gut. Sonst noch was, was du sagen möchtest? Nix. Das ist alles wirklich keine manipuliert. Gar nichts. Nee, schon wieder. Hast du gehört? Ja. Und das passiert oben von meiner Haut. Wir oben im Zimmer waren, wo das Kleid war. Ja, ja, da habe ich mich, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das Zimmer, wo ich mich richtig, wo ich das erste Mal was gefühlt habe, weißt, dass da irgendwie was ist. Am Anfang hatten wir nichts. Und auf einmal fing der K2 an. Leider habe ich nicht aufgenommen, aber Nicolo hat es gesehen, mein Handy lag auf dem Bett und Bixby ist angegangen. Auf einmal und mein Handy ist angegangen. Und ich habe es nicht berührt. Ja. Ich war gerade dabei, die Spiritbox aufzubauen und auf einmal ging mein Handy an. Warum? An, aus und sofort die Kap 2. Ja. Sofort. Wahnsinn. Also mein Handy ist angegangen und der K2 fing an auszuschlagen. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es super gefallen. Ja. Danke, dass du mitgekommen bist. Gerne. Und danke, dass du unserem Team jetzt zugehörst. Und Leute, ich hoffe, nächstes Mal sehen wir uns im Gefängnis, weil ich habe noch ein Gefängnis, wo ich gehen will. Bleibt gesund, Leute. Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Ciao.